Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Tipp Video und diesmal zeige ich euch, wie ihr innerhalb von 20 Sekunden 12.000 Dollar bekommen könnt. Das ist eigentlich relativ einfach und zwar, ihr habt jetzt schon auf der Map gesehen, wo ihr hin müsst. Könnt ihr nochmal zurückspulen, wenn ihr es danach gucken wollt. Da müsst ihr untertauchen. Da ist so ein Flugzeugwrack. Den Tipp habe ich übrigens von einem Abonnenten bekommen und da unten liegt vor dem Flugzeugwrack, also vorne dran, wo die Hälfte so abgeschnitten ist, liegt so ein Koffer und wenn ihr da durchfliegt, seht ihr jetzt, kriegt man direkt 12.000 Dollar. Da muss man einfach direkt den Charakter wechseln. Ich wechsle jetzt einfach mal zu Franklin. Und dann sieht man halt diese Animation, wie gewechselt wird, bla bla. Und wenn es dann soweit ist, werdet ihr gleich sehen, dann wechselt man direkt wieder zurück, weil sonst bewegt sich der Charakter ja von alleine und dann ist man halt nicht mehr an der Stelle. Jetzt wechsle ich direkt zurück. Das dauert ja so circa 20 Sekunden oder so. Und wenn ihr dann wieder bei Michael seid, dann seid ihr direkt wieder an der gleichen Stelle und da ist dann auch direkt wieder der Koffer, den muss ich nur jetzt erstmal irgendwie suchen. So, da unten liegt er wieder und das könnt ihr dann halt so oft machen, wie ihr wollt. Ich mache es jetzt noch einmal in dem Video und das bringt euch halt dann relativ viel Geld, relativ schnell Geld, wenn ihr Bock drauf habt, da immer zu wechseln. Wie ihr seht, ich habe jetzt schon 500.000, aber nicht davon, also ich brauche das eigentlich nicht so, aber für den Anfang ist auf jeden Fall richtig gut und innerhalb der Banküberfälle und allem Möglichen kriegt man ja auch immer hunderte Tausend dazu, aber so für zwischendurch ist das auf jeden Fall ziemlich hilfreich. Jetzt das letzte Mal noch, dass er wirklich mehrmals hintereinander funktioniert. Jetzt spawne ich eigentlich schon so gut wie in dem Koffer drin. Ich habe direkt wieder 12.000 auf dem Konto, müsste nur aufpassen, dass sie da nicht wegen dem Tauchen sterbt. Und jetzt wieder durch den Koffer geschwommen. Also ich hoffe, das Tippvideo hat euch geholfen. Ihr könnt es ja mal ausprobieren und schreibt es in die Kommentare, ob es bei euch auch funktioniert hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.